Hi, my name is Janine Rodriguez Everard. Hi, my name is Janine Rodriguez Everard. And I come from Worthing in the United Kingdom. Und ich komme von Worthing im Vereinigten Königreich in England. Rather, I should say that's where I live. Da lebe ich eigentlich. I actually am from Colorado in the USA. Aber ich bin von Colorado in den Vereinigten Staaten. And I've been studying dreams and dream interpretation since 2002. Seit 2002 habe ich ein Studium gemacht über Träume und Traumdeutung. And I'm very happy to be here today to just give you a short introduction to dreams and dream interpretation. Und ich bin sehr glücklich, dass ich heute etwas sagen kann über Traumdeutung. Deutung und was es bedeutet. So we're going to start in Job 33, 14 to 17. Und wir beginnen mal in Hiob 33, Vers 14 bis 17. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. These verses are very powerful. Diese Verse sind sehr kraftvoll. Because it's saying that God is speaking. Weil es hier sagt, Gott redet. And that he speaks in different ways. Aber er spricht auf verschiedene Weise. And because God is the same yesterday, today and forever. Und weil Gott der Gott ist von gestern, heute und für immer. If he spoke then, he's speaking now, he'll always speak. Sprach er damals, spricht er heute und er wird in Zukunft sprechen. And these verses say that he speaks in dreams and visions of the night. Und diese Verse sagen aus, dass er durch Träume redet, durch Visionen, die man, und durch Nachtgesichte. But we don't always perceive it. Aber wir verstehen es manchmal nicht. So my guess is that many of you have had a dream. Und ich denke, viele haben schon einen Traum gehabt. Many years ago, that was very profound. Und vor vielen Jahren war er sehr wichtig für sie. And though it never left you, you don't understand it. Und du hast nie vergessen, was du geträumt hast, aber du wusstest nicht, was es bedeutet. And that's because you don't perceive it. Weil du es nicht verstanden hast. Or maybe you've woken up in the morning and you know you had a dream. Oder du bist morgens aufgewacht, du wusstest, du hast geträumt, aber du hast ihn total vergessen. But somehow you can't remember it. Irgendwie konntest du dich nicht mehr daran erinnern. That's because man does not perceive it. Das ist, dass Menschen es nicht verstehen und aufnehmen können. But what these verses say, aber was diese Verse aussagen, is that while you are asleep, ist, während du schläfst, God opens up your spirit. Gott öffnet deinen Geist, and he puts his instruction inside of you. Und er setzt seine Instruktionen in dich. And he does this for a reason. Und er tut es aus einem bestimmten Grund. The scripture says it is to turn us from our deeds. Die Schrift sagt, dieser Traum, oder was Gott sagt, er will uns von schlechten Taten bewahren. And if he's turning us from our deeds, he's turning us to his. Und er wendet uns von unseren Taten zu seinen Taten. And the scripture says that it's to conceal pride. So it's to enable us to walk in humility. Die Schrift sagt, dass es hier den Stolz und die Hoffart abgewendet wird durch das Gott redet. So it keeps us in humility. So er hält uns in Demut. Now, not all dreams are from God. Nicht alle Träume sind von Gott. We know that it's not in the nature of our God to give us fear. Und wir wissen, dass Gott uns nicht erschrecken möchte oder in Furcht versetzen durch Träume. So you can have dreams that come from the enemy. So es kann sein, dass du auch Träume hast, die vom Feind kommen. And dreams that your soul opens you up to. Oder dass deine Seele etwas sich bewegt und du wirst da geöffnet. In Genesis 40, verse 8. Und in 1. Mose 40, Vers 8. It tells us that all interpretations belong to God. Heißt es, dass alle
Interpretation von Gott kommen soll. So it doesn't say that he only gives interpretations to dreams that come from him. So es heißt, dass nicht alle Interpretationen dann von ihm kommen. That means he has interpretations to all dreams. Das heißt aber, dass alle Träume interpretiert werden sollten. And so what I've learned is, even the dreams that don't come from God. Und so habe ich gelernt, auch die Träume, die nicht von Gott waren, they're worth asking the Holy Spirit for interpretation. Da ist es wert, dass man den Heiligen Geist fragt, dass er uns das interpretiert. The same thing with your soulish dreams. Genau auch das Gleiche mit seelischen Träumen. And that's because when we understand what is planned for us, it's not of God. Und das ist das, wenn wir etwas. Can you say? Yes. So when we ask for an interpretation. Wenn wir Gott fragen für eine Auslegung oder eine Deutung. To a dream that doesn't come from God. Zu einem Traum, der nicht von Gott kommt. We then will receive instruction from God. Haben wir doch dann eine Instruktion, die uns Gott gibt. As to how to overcome what the enemy intends. Wie man überwindet, was der Feind beabsichtigt. And when we receive that revelation from God. Und wenn wir diese Offenbarung von Gott empfangen, it's powerful. Das ist ganz kraftvoll. And we have the opportunity to prophesy his will over our lives. Und wir haben dann die Möglichkeit, seinen Willen über unserem Leben zu prophezeien oder auszusprechen. And when we interpret for other people. Und wenn wir auch für andere Leute es deuten, we can interpret for them, but we can also hear God's heart for them. Können wir es auslegen und wir können das Herz Gottes für diese Menschen empfinden. And prophesy his plan. Und seine Pläne dann hineinsprechen oder prophezeien. Into the person's spirit. In den Geist der Person, die den Traum hatte. Now, the scripture in the Old Testament and the New Testament. Die Schrift sagt im Alten Testament und auch im Neuen. Outlines the significance of dreams. Pardon? Outlines the significance of dreams. Dass es wichtig ist, dass man Träume deuten soll. So, just two examples in the Old Testament. Zum Beispiel im Alten Testament zwei Beispiele jetzt. He used the interpretation of dreams to position Joseph and Daniel in places of favor. Er hat Daniel und Josef genau Träume gegeben und er hat damit die Gunst Gottes weitergeleitet. He gave Gideon the encouragement he needed to overcome the Midianites. Er gab Gideon Mut durch einen Traum, wie man die Midianiter bekämpfen kann. And then in the New Testament, dreams play a significant role in Jesus' Und life. Und auch im Leben von Jesus im Neuen Testament sehen wir, dass Träume eine signifikante Rolle gespielt haben. And I would encourage you to read Matthew 1 through Matthew 2. Und ich möchte Sie ermutigen, Matthäus 1 und 2 zu lesen. You will see that God protected the life of Jesus. Da sieht man, wie Gott das Leben von Jesus geschützt hat. That he ensured that Joseph would marry Mary. Und dass er versichert hat, dass Josef auch die Maria später heiratete. He gave specific direction so that Jesus would not be killed by Herod. Und er gab ganz spezifische Richtungsweisung an, dass er nicht durch Herodes getötet würde. And these all happened in dreams. Und das hat alles in Träumen angefangen. And God came back to Joseph with specific direction. Und Gott kam auch dann zu Josef wieder mit ganz bestimmten Richtungsangaben. When it was time to go to Nazareth and settle in Galilee. Wenn er nach Nazareth gehen sollte mit Maria und dem Kind und in Galiläa. And this is hugely important. Und das ist gewöhnlich wichtig. Because this meant that biblical prophecy was being fulfilled. Und das bedeutet, weil es sehr wichtig war, dass biblische Prophetie sich erfüllt hat. Through Joseph's response to a dream. Durch die Reaktion von Josef durch diesen Traum. And I want you to encourage you to study all the dreams and visions in the Bible. Und ich möchte Sie ermutigen, all diese Träume und Visionen mal in der Bibel zu studieren. I've only introduced a short bit here. Ich habe es nur in Kürze hier erklärt. And as you do this, und wenn Sie das tun, you're going to open up your spirit and your heart. Dann öffnen Sie Ihren Geist und Ihr Herz. To value dreams the way God values dreams.
dass sie Träume schätzen, so wie Gott diese Träume bewertet und schätzt. And I would encourage you to ask him for them. Und ich ermutige sie, beten sie, dass sie Träume haben. To wake you up in the morning when you remember them. Und dass, wenn sie morgens aufwachen, dass sie sich noch erinnern können an den Traum. To write them down and pray about them. Und dann schreiben sie diesen Traum auf und beten sie darüber. And may the Holy Spirit be with you as you do this. Und möge der Heilige Geist mit ihnen sein, während sie das tun. And give you his interpretations. Und ihnen seine Auslegung geben kann. God bless. Gottes Segen.